Ahoi! Wenn eine Seefahrt länger dauert, dann ist schnell Schmalhals Küchenmeister. Aber irgendwas kommt immer auf den Tisch. Und wenn ich's selber erfinden muss. Film ab! Puh. Christophe Colombert, der große Entdecker. Heute, Colombert entdeckt schon wieder was. Wir schreiben das Jahr 1902. Moment mal, 1902 schreibt man doch anders. Was wohl der Käpt'n dazu sagen wird? Moment mal, 1902 schreibt man doch anders. Richtig? Richtig. Aua! Stimmt. So. Käpt'n Colombert und seine Crew waren bereits seit Wochen auf hoher See. Sie mussten dringend Land finden. Denn wie immer waren die Vorräte aufgegessen und außerdem stürmte es unerbittlich. Ein Taifun hatte die Mannschaft von links nach rechts über das Deck gepustet. Ein Orkan hatte die Mannschaft von rechts nach links über das Deck geblasen. Und ein Hurrikan hatte die Mannschaft von hinten nach vorne geschleudert. Damit war klar, wenn nicht in den nächsten 5 Sekunden Land in Sicht käme, würde das Schiff untergehen. Eins, Land in Sicht! Hurra! Ja. Alle Mann an Deck! Sind wir schon? Donnerwetter, ja, stimmt! Hä? Ich glaube, ich habe schon wieder Italien entdeckt. Oh, Sole mia! Käpt'n Colombert! Im großen Entdeckerbuch steht, sogar die Römer mussten entdecken, dass Italien schon entdeckt war. Dieser Hain könnte ruhig mal die Klappe halten, dachte Colombert, sagte es aber nie. Dieser Hain könnte ruhig mal die Klappe halten. Na gut, er sagt es doch. Aber dann entdeckte der Käpt'n durchs Fernrohr eine Pizzeria. Oh, das ist ja eine Pizzeria. Mannschaft, geht mal an Land und holt mir was zu essen. Ei, ei, Käpt'n. Und schon ein O Sole Mio später. O Sole Mio! War die Mannschaft mit riesigen Mengen leckerer Pizza wieder an Bord. Hier, Käpt'n, riesige Mengen leckere Pizza. Das essen die Einheimischen hier. Die Mannschaft verschlang gewaltige Mengen Pizza. Mit Salami, mit Thunfisch und mit Schinken. Aber diese Menge war einfach nicht zu schaffen. Diese Menge ist einfach nicht zu schaffen. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Eine Entdeckung! Eine Entdeckung! Genau. Denn mit seinem untrüglichen Entdeckerblick hatte Colombert entdeckt, dass man die übrige Pizza ja in flache Kartons stecken und dann zum Aufbewahren in das Gefrierfach vom Kühlschrank legen könnte. Genau so machen wir es. Und so entdeckte Christophe Colombert die Tiefkühlpizza. Jetzt fehlt nur noch, dass Käpt'n Colombert sagt, tschüss, bis zu meiner nächsten Entdeckung. Tschüss, bis zu meiner nächsten Entdeckung. Na also. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.